Und das größte Glück habe ich wahrscheinlich gehabt mit der Hauptdarstellerin, mit Sarah Mühlhaus, weil das war einfach unglaublich, was eine sehr schwere Rolle ist. Sie spielt eben diese etwas verknöcherte Umweltstudentin Barbara, die so aus dem Bürgertum kommt und alles schon weiß, aber letztendlich noch keine praktischen Erfahrungen hat in jederlei Hinsicht, sagen wir das mal einfach mal so. Und dann eben von einer sehr biederen, sehr verschlossenen Person eine riesen Entwicklung durchmacht. Zur Barbara, die den Neandertaler, um das einfach mal so zu sagen, näher kennenlernt. Und das sind also sehr, sehr viele verschiedene, sag ich mal 10 verschiedene Entwicklungsphasen gewesen. Und die hat Sarah mit Bravour gespielt, weil es natürlich auch sehr schwer ist bei so einem Film. Man fängt dann mit der Schlussszene an und dann hat man was aus der Mitte raus und dann einen Tag später dann 3 verschiedene Rollen. Das ist einfach sehr schwer vom Spielen auch. Und dass Sarah Mühlhaus, der Shootingstar oder auch international betrachtet, die Schauspielerin in Deutschland ist, der man in Zukunft irgendwie am meisten hören wird. Und ich habe Glück gehabt, sagen wir mal, die so früh zu kriegen. Und es war irgendwie eine ganz ausgezeichnete Zusammenarbeit. It's kind of a challenge, but I think more for John than for me. He just gave me the best time of my life. Like there was so much going on, just you can do with looks and you can like expressions, which are actually in a way, it makes it as well easier because you're so real and so in the moment. It just makes you go into it right away.